Hi Leute, das ist Sanu hier. Ich habe ein kurzes Video für euch. Ich muss vorweg sagen, dass alle, die die Fahndung, das Finale noch nicht gespielt haben und keine Spoiler wollen, die sollten jetzt erstmal ausschalten und eventuell dann wiederkommen, wenn sie fertig sind. Ja, also nur, dass ich das vorweg gesagt habe, weil wir ein paar Sachen besprechen wollen, was das Finale der Fahndung angeht. So, ihr seid gewarnt, dann drehen wir uns rum. Und zwar, wer die Fahndung fertig hat, der weiß, dass hier die Tür offen ist am Gefängnis und dass hier Aaron Keener ist. Ja, er ist tatsächlich von Manny eingesperrt worden. Ja, jetzt bewegt er sich ein bisschen. Und was ziemlich geil ist, ich meine, hier steht jetzt auch, mir tatsächlich auch nicht aufgefallen, aber schaut mal, was hier an dem Clipboard, was da dran steht. Weiß nicht, ob wir gehen direkt in den Fotomodus. Geht das hier? Stage 2, also Stage 2, also Phase 2. Keine Ahnung, was das hier ist. Soll das 15 sein oder so? Ich weiß, ich glaube ja nicht. Keine Ahnung. Aber hier Oktober 10. So, was könnte das heißen? Wir können nochmal zu ihm in die Zelle gehen. Und wenn wir da durchkommen. So. Chill mal. Und hier, da steht es auch nochmal. Oktober 10 könnte, also 2 könnte die zweite Season sein, der Termin. Würde tatsächlich, also könnte wirklich passen, wenn Mitte September der PTS startet. Oh. Ich dachte, ich schwitze ein bisschen mehr jetzt. Ja, bin mal gespannt, was ihr darüber denkt. Finde ich tatsächlich gar nicht so abwegig. Und auch das mit Seasons 2.0. Schauen wir mal. Bin echt gespannt. Dann in der Fahndungsmission, für alle, die hier Bock haben auf die ganzen Belobigungen und die Sammelobjekte, besonders die Funksprüche. Es gibt Funksprüche zu holen in der finalen Mission und dafür müsst ihr hier, während ihr die Mission lauft, müsst ihr so kleine Quietsche-Entchen, ihr kennt das wahrscheinlich schon, ne? So gelbe Entchen müsst ihr finden, um kurz drauf ballern und dann könnt ihr darüber, je nachdem wie viele ihr findet, das könnt ihr auch auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden wohl machen, könnt ihr dann darüber noch Funksprüche freischalten. So, und dann gab es eine Sache. Mal kurz gucken. Mal kurz zur Bastelstation auf Know-how. Gehen wir auf Pistolen. Man sieht, und ich weiß, ich hatte die alle fertig. Das heißt, hier ist eine neue hinzugekommen. Die Harvest. Und das wurde jetzt bestätigt von Massive, beziehungsweise von Kicksball, dass die Community-Developerin für Division 2. Und die hat geschrieben, dass diese Handgun, dass die ein exklusives Item ist, die man während des bald erscheinenden saisonalen Events im September zu bekommen ist. Ne? Also ähnlich wie das Sommer, ähnlich wie das Sommer-Event und die Winter-Events. Mehr Infos dazu kommen bald. Aber das heißt, bin mal gespannt, wie sie das machen, ob sie das irgendwie nehmen als Überbrückung, bis die nächste Season kommt. Und so, aber ja, schauen wir mal. Bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten gab es eigentlich nichts. Ja, außer die Tatsache, dass wir hier, wenn ihr auf die Seasons gebt, im Moment haben wir ja dreifache XP für die Fahndung. Das ist halt echt krass. Die ganze Woche. Ne, das ist echt heavy. Und am Ende der Season, also knapp in 3 Wochen, haben wir ein XP-Ereignis für 5-fache XP. Also natürlich krass für Leute, die das noch brauchen. Und besonders geil, wenn man neue Chars hochziehen möchte. Ja, aber das sollte eigentlich funktionieren. Oder es geht erst ab 40. Das ist natürlich auch eine Frage. Das muss ich testen. Muss ich auf jeden Fall testen. Weil das hier ist nicht an die Fahndung gebunden. Das hier ist ja direkt mit der Fahndung verknüpft. Deswegen, ich bin da gespannt. Könnte man echt noch ein bisschen was hochziehen. So, aber
Das war's für mich, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich sag, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.